Ja, eine schwierige Abwägung wird das werden und so tagt die Kommission ab heute unter Zeitdruck. Greenpeace etwa will einen Ausstieg schon bis 2030, also in 12 Jahren. Die Befürworter der Kohle nennen etwa 2045. Hören wir die Mitglieder der Kommission. Das Klima war gut. Die Meinungen waren vielfältig, überhaupt keine Frage. Es ist klar, nochmal von allen eigentlich deutlich gemacht worden, dass wir in einem immensen Spannungsbogen die Arbeit durchführen. Wir haben auf der einen Seite, um es etwas komprimiert zu sagen, der Verantwortung vor unseren Nachfahren gerecht zu werden, dass sie auch noch eine Welt vorfinden, auf der sie Zukunft und Perspektive haben. Zum anderen, Leben wird ja immer dann schwierig, wenn es konkret wird. Es betrifft ganz konkrete Regionen, das, was wir hier vorhaben, in irgendeiner Form zu lösen. Dort wiederum ganz konkrete Menschen, ihre Lebensläufe, ihre Perspektiven. Und das wird eine riesengroße Herausforderung. Und wir müssen es auch schaffen, hier wirklich so glaubhafte Perspektiven zu vermitteln, dass wir künftige Vorhaben, wir haben ja auch noch viel, wenn wir den Klimawandel einigermaßen aufhalten wollen, in der Mobilität vor, in der Landwirtschaft vor, in anderen großen gesellschaftlichen Bereichen. Und hier ist so ein bisschen der Lackmustest dafür, ob wir in der Lage sind, etwas zu organisieren, was den Menschen Vertrauen einflößt, dem sie glauben können und wo sie sagen, jawohl, wenn es so geht, sind wir dabei. Denn wir werden die Herausforderungen des Klimawandels nicht meistern, wenn wir es nicht schaffen, die Menschen dafür dabei mitzunehmen und die Menschen dafür sogar in einer gewissen Weise positiv zu stimmen und zu begeistern. Und der Herausforderung wollen wir uns stellen. Ja, meine Damen und Herren, der Klimawandel ist der Grund, weswegen wir in dieser Kommission zusammentreffen. Es gibt ambitionierte Klimaschutzziele, die es zu erreichen gilt, sowohl aus deutscher Sicht als auch in internationaler Sicht. Ich bin überzeugt davon, dass wir es hinbekommen können, diese Klimaschutzziele in Verbindung mit der Frage zu klären, was mit den Regionen geschehen kann, dass wir positive Perspektiven schaffen können für die betroffenen Regionen, für die Lausitz, für das Rheinische Revier, für das Mitteldeutsche Revier. Wir werden diese Themen intensiv diskutieren müssen in der Kommission. Es gibt, und da bin ich sehr optimistisch, es gibt eine Vielzahl von Vorschlägen, von Ideen, von Studien. Es gilt jetzt, dort eine Sachbasis zu schaffen, auf der wir dann in der Kommission über die richtigen Schritte entscheiden können. Und wir werden als nächsten Schritt diese Sachbasis uns zusammenstellen und dann in die konkrete Diskussion gehen in den gerade schon erwähnten Arbeitsgruppen und dann jeweils im Plenum, um bis zum Jahresende ausreichend umsetzbare Vorschläge vorlegen zu können. Ich bin optimistisch, dass uns das gelingt.